meinen Kanal, meine Lieben. Heute geht es mal um die Zitrone. Ich habe in einem Kommentar eine Nachricht bekommen, ob wir mal auf Zitrone ein bisschen eingehen können. Können wir machen. Jetzt habe ich wieder Zeit. So, wo fangen wir am besten an? Und zwar, Zitrone. Man kann sie aus Samen, also aus den Kernen ziehen. Das dauert etwas länger, sieht man hier. Das ist eine Mandarine und das ist eine kleine Zitrone. Die habe ich im Winter einfach im Blumenpott gesteckt, am Fensterbrett und nach, jetzt muss ich lügen, 3-4 Wochen sind sie gekeimt. Seitdem wachsen sie ganz langsam weiter. Ich habe sie heute umgetopft, habe mir wieder meine Erde selbst gemischt aus Kokoserde, Fiboterm und normale Pflanzenerde. Jo, wie ihr seht, also sieht gut aus. Sie ganz wichtig bei der Zitrone und auch bei der Orange. Feuchte Erde ist okay, leicht feucht bitte nur, nicht zu nass, dann verfaulen die Wurzeln, die Pflanzen gehen ein. Darum nehme ich auch mal Fiboterm mit Kokoserde gemischt, weil die Kokoserde gibt die Feuchtigkeit dann schneller ab. Das Fiboterm speichert ein kleines bisschen und die Erde bleibt etwas luftiger. Die andere Erde habe ich halt nur drin wegen Nährstoffhalten. Das geht nur, wenn man sie düngt. Die sollte man nämlich jetzt im Sommer wirklich gucken. Entweder ständig mitdüngen in geringen Mengen oder halt alle 14 Tage einmal laut Herstellerangaben auf dem Bio-Zitronendünger. Da werde ich euch einen Link mit reinstellen, damit ihr den Dünger auch findet. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Zitrone wächst halbwegs langsam, wenn sie gute Voraussetzungen hat. Kann sie auch mal etwas schneller wachsen, aber in der Regel wachsen sie etwas langsamer. Ganz, ganz wichtig ist auch bei der Zitrone bei der Pflege aufzupassen. Sie ist anfällig gegen Wollläuse, habe ich auch schon mal gehabt. Gehen ganz, ganz schnell. Und die Dinger wieder wegzukriegen, wisst ihr, das ist ein Heidenkampf. Also ich habe jetzt im Endeffekt näher dazu entschlossen, habe dann halt einfach die Blätter mal abgeschnitten und den Rest ordentlich mit Seifenlauge eingesprüht. Immer alle 2-3 Tage mal ein bisschen und danach waren sie dann tot. Ja, ansonsten gibt es davon eigentlich nicht viel zu sagen. Wie gesagt, halt nur auf Dünger achten, nicht zu nasse Erde, gute luftige Erde ist ganz, ganz wichtig und dann wird es euch auch gelingen. Falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr es gerne über meine Kommentarfunktion machen. Habe ich nichts dagegen. Soweit möglich, soweit ich Zeit habe, werde ich sie auch dann beantworten. Selbstverständlich. Wie gesagt, die Links für den Dünger und so stelle ich euch gerne alles unten mit rein. Und dann könnt ihr darüber gleich, wenn ihr möchtet, und eh bei Amazon einkaufen könnt, ihr es gerne da bestellen. Dafür bekomme ich eine kleine Provision und das war es dann auch. Ihr zahlt halt nicht mehr dafür. Ist halt nur, wenn man die Produkte, was wirklich gut sind, wenn man die selber getestet hat, auch weiterempfehlen kann. Für mich ist es eigentlich nicht. Ja, meine Lieben, wenn euch mein Kanal gefällt, dann lasst mir bitte einen Daumen hoch da. Ein Abo wäre auch sehr nett. Damit würdet ihr mir gerne weiterhelfen. Und bis dann erstmal euer Matthias. Und beim nächsten Mal schauen wir uns mal ein paar kleine Sachen an. Verrate aber noch nicht was. Alles klar. Bis dahin, euer Matthias. Schöne Woche euch noch. Tschüss.